viel zu warm für ein Shooting. Aber so kann man es aushalten. Komm, guck rein. Hey, tut das gut. So kann man es aushalten heute. Ja. Mahlzeit, ihr Lieben. Mahlzeit. Wir melden uns mal von unserer Terrasse heute. Genau, mit einem kleinen Quasselvideo und einem Fazit unserer ersten Schritte in der Videografie. Genau, wir wollten euch einfach mal so ein bisschen unsere Eindrücke und unsere ja, sehr kurzen Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben, aus unserer Sicht schildern. Und ja, Spaß macht's. Auf jeden Fall. Zwei Videos habt ihr ja schon gesehen. Ein drittes ist fertig und zwei sind in Arbeit. Das heißt, es geht weiter. Ja, auf jeden Fall. Also fürs erste Shooting, was der Klaus ja unterstützenderweise mit uns durchgeführt hat, was natürlich sehr super war. Dankeschön, Klaus, nochmal. Hatten wir ja die Monique als Modell und da muss ich sagen, das war genau die richtige Wahl, mit der Monique anzufangen, weil sie ist ja doch sehr lebhaft, lustig, hat Spaß an der Sache und wir natürlich auch und ich denke, das kam auch ganz gut rüber in unserem Video und ja, wir kannten sie ja auch schon eine ganze Weile, es war ja unser 11. Shooting, von daher alles prima, ne? Ja, es hat ihr auch richtig Spaß gemacht. Sie findet das Video auch toll und fand auch mal spannend, sich selber beim Shooting zu sehen. Also das war uns ja auch gar nicht so bewusst. Aber natürlich sieht das Model das natürlich auch aus einer anderen Sicht beim Fotografieren und beim Filmen. Stimmt. Da habe ich auch noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, jetzt wo du es sagst. Ja, und deswegen machen wir auch unter anderem diese Videos. Das ist auch so eine kleine Erinnerung für das Modell. Und auch noch mal ein schöner Rückblick auf den Tag. Das stimmt, weil meistens denkt man doch gerne zurück, weil es hat eigentlich bislang immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, was kann man sagen? Es ist natürlich echt eine Herausforderung. Man hat so seinen Workflow beim Fotografieren und weiß, wie man vorgeht. Man ist also da schon voll drin. Und das fehlt natürlich beim Filmen total. Ja, also erstmal die gesamte Vorbereitung ist viel umfangreicher. Stimmt. Alleine schon hier mit unserem Taschepacken-Video und dann dem Hausverlassen- und Losfahr-Video, da mit den vielen verschiedenen Perspektiven. Losfahren, nachher wieder zurückkommen, die Kameras wieder einsammeln. Wäre ja blöd, wenn die da stehen bleiben würden. Aber das macht das Ganze lebendig und das irgendwie macht das dann auch nachher Spaß beim Schneiden. Ne? Und was ja, uns das denke ich mir, ne? Wenn man ja so eine Szene aus mehreren Perspektiven dann hat und weil hier Tom ist unser hauptsächlicher Cutter. Und ja, macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, geht da richtig drin auf, glaube ich. Ja. Was natürlich noch fehlt, ist die Kontinuität. Man fängt stark an mit der Filmerei und dann lässt man aber dann doch schon ein wenig nach zum Ende hin. Das haben wir dann beim zweiten Video mit Leni gemerkt. Wir sind so dankbar, dass Leni sich auch die Kamera mal geschnappt hat. Das macht das Ganze aus unserer Sicht auch noch mal ein bisschen lebendiger. Ja, stimmt. Die Leni kennen wir super, ne? Ja, total. Ne? Dankeschön, Leni. Das hast du toll gemacht. Auf jeden Fall. Super Einsatz von dir. Aber zum Ende hin fehlte uns einfach das Material. Also wir haben, glaube ich, zum Schluss die GoPro hingestellt, aber dann auch geshootet und dann aber auch nicht mehr irgendwie Anweisungen gegeben oder vielleicht mal die Bildidee erzählt. Aber ja, da üben wir noch dran. Das hoffentlich sieht man uns nach. Nichtsdestotrotz wollen wir nicht die Videos ewig und drei Tage lang machen auch. Wir wollen also da auch so ein bisschen die Kürze beibehalten und es soll eigentlich nicht möglichst über 20 Minuten gehen. Versprechen können wir es nicht. Nee. Es ist aber auch wirklich schwierig. Ne? Jetzt, du hast fotografieren hast du drauf und dann kommst du auf einmal noch mal mit einem zusätzlichen Medium an, eben der Videokamera. Und dann sollst du da reinsprechen, sollst da reingucken, sollst vernünftige Sätze hintereinander hinkriegen. Und ja, ja, ich muss ehrlich sagen, man ist ja doppelt dreifach konzentriert und versucht da alles hinzukriegen und dann fehlen einem zwischendurch dann plötzlich die Worte. Ne? Wir haben im Urlaub sehr viel geübt. Gerade in Venedig haben wir die ZV1 stetig dabei gehabt und die GoPro. Die GoPro war meistens bei mir vor der Brust irgendwie festgemacht und ich habe sie einfach angemacht.
Und die ZV1 hatte ich dann immer auf diesem GoPro-Arm. Den habe ich hier mal so mitgebracht, diesen, ich glaube, Jaws heißt er. Steht aber auch unten in der Beschreibung. Ich glaube, da ist die Klammer, die eher High heißt oder so. Ja, die, genau, die heißt Jaws, die Klammer ist das. Ne? Kommt aber noch mal unten in der Beschreibung dann. Aber das ist einfach super, zum einen zum Filmen, ne? Dass man also dann sich das so nimmt, ja, und sich dann selber filmt. Man hat dann noch ein bisschen eine Verlängerung. Und zum anderen kann ich natürlich die Kamera überall festmachen an irgendwelchen Leitungen oder an irgendwelchen Geländern. Und das ist natürlich auch richtig, richtig praktisch gewesen. Und das haben wir natürlich viel geübt, eigentlich stetig. Uns kennt ja keiner in Venedig. Ab und zu wurden wir mal angequatscht. Da hieß es dann YouTube. Ja, wir machen was für YouTube. Und aber ansonsten, man gewöhnt sich dann auch dran. Also es ist wirklich, wenn man sonst nicht vor der Kamera steht, mal sehr interessant. Ja, Tom hat es dann immer an irgendeinem Geländer von der Brücke festgemacht und dann sollten wir da dran vorbeilaufen. Und dann nachher sind wir dann hinter so einer Ecke verschwunden und ich hatte jedes Mal Angst, dass die Kamera weg ist, wenn wir wieder um die Ecke zurückkommen. Ja. Aber sie ist noch da. Alles ja, und man übt dann auch, weil wenn man sich selber filmt, dann fehlen einem manchmal auch die Worte, die richtigen. Ja, die einfachsten Sätze kriegt man da nicht zusammen und man will irgendwie sagen, ja, wir stehen jetzt hier an einer Fassade und sagt dann irgendwie, ja, man steht hier an der Wand. Ganz blöde. Das müssen wir einfach noch ein bisschen üben. Aber das macht das Ganze vielleicht auch ein bisschen authentischer. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, ihr seht uns das nach, dass wir da noch so ein bisschen sprechtechnisch auch an uns arbeiten müssen. Aber es wird, denke ich. Ja. In dem Zusammenhang erstmal vielen Dank für die fast 100 Abonnenten. Aktuell sind es 94. Freuen wir uns natürlich wirklich sehr drüber. Wenn wir sich jetzt nicht alle wieder vergrault haben. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ne? Aber weiß. Ich gucke mal gerade auf meinen Spickzettel, was wir da noch so zu erzählen haben. Wir haben das nämlich gestern Abend auf so Bons aus Italien geschrieben. Ja, auf die Visa-Quittung. Ganz genau. Ne? Ja, zum Videoschnitt kurz. Wir nutzen Final Cut. Dann sind wir auch Apple-User, von daher hat sich das angeboten und wir hatten auch keine Lust auf ein Abo und dieses Final Cut konnte man dann einmalig kaufen. Das haben wir dann getan. Ja, der Klaus hatte uns ja auch einen Einblick gegeben in den Videoschnitt und es war auch sehr hilfreich. Allerdings benutzt er da ein Windows-basiertes Programm. Ja, ich weiß jetzt Programm, gar nicht, genau, ich weiß gar nicht, was er da nutzt. Er hat uns das so ein bisschen gezeigt, aber naja, da musste man sich natürlich trotzdem erstmal reinfuchsen und da kam natürlich der Urlaub genau richtig. Da hatte man dann mal richtig schön lange Zeit am Stück sich mit dem Programm zu beschäftigen und ja, in dem Urlaub hast du auch, glaube ich, 2 oder 3 Videos fertig. 2. 2, ja. Ja, 2 Videos sind im Urlaub fertig geworden. Das von Leni und das, was nächste Woche folgt. Lasst euch überraschen. Genau. Was wir gemerkt haben ist, jetzt kommen wir so ein bisschen zum anderen Thema noch, alle Videos haben in der mehr oder weniger Mittagssonne stattgefunden und da haben wir gedacht, gehen wir auch mal so ein bisschen drauf ein. Pavel hat dazu ein Video am Freitag noch rausgebracht, das passt ganz gut. Falsche Zeit zum Fotografieren gibt es nicht. Stimmt, hat er sogar recht. Und wer Pavel nicht kennt, wir meinen Pavel Kaplun vom Kreativstudio Pavel Kaplun. Genau. Ja, nur dass Pavel halt Landschaftsaufnahmen und Pflanzen fotografiert hat in diesem Video. Aber das gilt auch für Porträts. Ich erinnere mich da zum Beispiel gut an das Shooting mit Toxic Bell. Das ist ihr Instagram-Name. Wir haben uns in Duisburg getroffen und haben dort am Rhein Bilder gemacht. Es war wirklich Mittagszeit, es war kaum Schatten. Wir haben ein paar wenige Bäume oder Pflanzen gehabt und eine kleine Mauer, die einen Schatten geworfen hat. Ja, dann ging das natürlich prima, dass man diesen kleinen Schattenwurf dann ausgenutzt hat, um dann Porträtbilder zu machen, ohne jetzt große Schlagschatten im Gesicht, die natürlich die Sonne dann schnell erzeugt und die Kontraste wo einfach zu hart sind, um eben richtig Porträtfotografie zu machen. Ja, auch mit Monique haben wir das schon mehrfach gemacht. Einmal im Haltern am See. Nee, am Silbersee. Am Silbersee war es, genau, Silbersee richtig. Silbersee 2 heißt er. Da haben wir also auch in der prallen Sonne Bilder gemacht, die
richtig schön geworden sind. Monique hatte so einen tollen Sonnenhut dabei mit so vielen kleinen Löcherchen, wo die Sonne dann richtig so ein kleines Lochmuster auf ihrem Gesicht gezeichnet hat. Das sah wirklich sehr schön aus. Da kann man das super nutzen und ist dann sogar froh, dass die Sonne so richtig schön Kraft hat und scheint. Ja, oder mit Nele an der Jahrhunderthalle in Bochum, wo man dann richtig schöne Muster erzeugen kann im Gesicht oder auch auf den Haaren. Ja, da war so ein Gitter an der Treppe und da hat die Sonne voll drauf gestanden und hat eben dieses Gittermuster dann auf ihr Gesicht gezeichnet. Und ins Haar vor allen Dingen, das sah auch toll aus. Ach ja, zum Thema Haar. Es gibt nichts Schöneres, als bei knalliger Sonne Gegenlichtaufnahmen zu machen, wenn das Modell schönes, tolles, langes Haar hat und das dann von hinten so richtig schön zum Leuchten zu bringen. Da entsteht so ein richtiger Lichtkranz ums Haar, finden wir wunderschön. Da hatten wir auch tolle Aufnahmen von der Nina Spree gemacht. Da war auch so ein richtig, zwar kaltes, windiges Wetter, aber auch knallig sonniges Wetter. Schön ist auch immer, wenn das Modell dann eine Sonnenbrille dabei hat. Ja. Dann kann man sie auch mal in Richtung Sonne gucken lassen. Das ist dann auch natürlich super schön. Wenn sie das nicht hat, aber man trotzdem mal mit Sonne im Gesicht arbeiten will, ist auch der Trick, Augen zu, zählen, 1, 2, 3 und bei 3 schnell die Augen öffnen und zack, auf den Auslöser. Gibt auch dann meistens ein schönes Bild ohne zusammengekniffene Augen. Ja, und manchmal, wenn man dann doch auch die harten Schatten nutzen möchte, geht man einfach auch in den Schwarz-Weiß-Modus. Das hat auch schon mal was. Stimmt, ich erinnere mich da, habt ihr auch in dem Video gesehen, ne? Mit Leni, mit der Hand. Ne? Das sah auch richtig klasse. Also sowas ist auch eine tolle Idee, das einfach die vorhandenen Gegebenheiten zu nutzen und tolle Effekte zu erzeugen. Wobei, da sollte man natürlich aufpassen, weil das Modell dann in dem Moment wirklich voll in die Sonne guckt. Das sollte man auch nicht zu lange machen. Dann. Nein, das ist ein kurzer Augenblick, wo das möglich ist. Mit Monique haben wir das auch in den Gräsern auch ganz gut hinbekommen mit der Sonne, ne? Ja, das war toll. Da hat man diese ganzen Gräser wie so Striche durchs Gesicht gehabt, den Schattenwurf. Das war richtig super, ja. Also manchmal kann man auch ganz mega tolle Effekte erzeugen. Deswegen keine Angst, in der Sonne zu fotografieren. Weil wir immer wieder hören von den Modellen, die dann sagen, jetzt zuletzt erst noch die Anna, die gesagt hat, Mensch, ihr seid die einzigen Fotografen, die sich nicht über Sonne beschweren. Natürlich ist es schön, bei bewölktem Himmel zu fotografieren und wenn ich so gedämpftes Licht habe. Ne? Aber manchmal ist es so, da kann ich nichts dran ändern. Ja, und dann muss ich die Gegebenheiten nun mal nehmen und so wie sie sind und dementsprechend nutzen. Und ja, wir lieben einfach auch Herausforderungen. Macht natürlich dann auch Spaß. Und wenn man dann solche Ergebnisse dabei erzielt, dann ist man so auch so ein bisschen stolz dabei auch. Und vor allen Dingen auch immer dann, was wir auch schon erwähnt haben, es ist uns extrem wichtig, dass dem Modell die Bilder gefallen. Ja, das ist es. Das muss man so sagen. Die Mädels müssen sich wohlfühlen, die müssen Spaß an der Sache haben und da soll nicht irgendein Zwang oder irgendwas Gequältes dabei sein. Hey, das ist unsere Freizeit, in der wir das machen und da wollen wir natürlich dann auch, dass es Spaß macht. Das war's fürs Erste. Das nächste Video kommt am kommenden Sonntag. Das müsste dann der 26. Juni sein. Seid also gespannt, was da so kommt. Ja. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Vielmehr einen schönen Sonntag. Das Video wird ja morgen früh dann gesendet. Und sagen mal bis bald. Wir nehmen jetzt noch ein kühles Bad, ein kühles Getränk. Bis denn. Ciao.